Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir uns um den Rückschnitt einer Pflanze widmen, die fast jeder kennt, nämlich dem Edelflieder. Was du für den Schnitt an diesem reich blühenden Strauch brauchst und was sonst noch zu beachten ist, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen! Der Edelflieder ist eine bis zu sechs Meter großer, breit ausladender Strauch, der große, prächtige Rispenblüten ausbildet. Die Blüten erstrahlen in vielen verschiedenen Farben von weiß bis tief dunkelviolett. Bei diesen Pflanzen handelt es sich um gezüchtete Sorten. Die Ursprungsform bzw. der Gemeindeflieder weist blauviolette Blütenstände auf. Der Flieder ist ein Großstrauch, weshalb er, wenn man ihn in seinem Garten pflanzen will, ausreichend Platz braucht. Er bildet außerdem viele Ausläufe aus. Diese sollte man, wenn man nicht möchte, dass der Flieder sich mehr und mehr ausbreitet, nach Möglichkeit mit einem Spaten abstechen oder in Bodennähe abschneiden. Der Flieder ist ein recht anspruchsloser Strauch, der sich auf sandig bis lehmigen, humusen, nährstoffreichen Boden wohlfühlt. Zudem ist er auch hitze und Frostverträglich und sehr schnittverträglich. Wann aber solltet ihr euren Flieder schneiden? Es empfiehlt sich, den Flieder nach seiner Blüte zu schneiden. Das heißt im Juni bzw. Juli, wenn die Blüten braun und vertrocknet sind. Da ist er nämlich ähnlich zu behandeln wie eine Fositie, die auch erst nach ihrer Blüte geschnitten wird. Solche Pflanzen blühen nämlich am mehrjährigen Holz, also an Vorjahrestrieben. Wenn man diese Triebe wegschneidet, schneidet man auch die Blütenanlage weg und der Flieder blüht gar nicht oder nur wenig. Zum Schneiden nutzt ihr am besten eine gut geschärfte Rosenschere. Schneidet einzelne Triebe oberhalb eines Knospenpaares ab, jedoch nicht allzu tief. So stellt ihr sicher, dass der Strauch sich ohne viel Stress regenerieren kann. Im Allgemeinen ist der Flieder, wie vorhin bereits erwähnt, allerdings ein sehr schnittverstricklicher Strauch. Ältere Fliederbüsche könnt ihr auch etwas stärker zurückschneiden, so verjüngen sie sich wieder. Abgestorbene Triebe könnt ihr auch komplett aus dem Strauch entfernen. Schneidet ihn dafür am Astring sauber ab. Grundsätzlich kann auch ein Schnitt im zeitigen Frühjahr erfolgen, wenn man den Strauch zum Beispiel verjüngen möchte. Dann muss man aber in Kauf nehmen, dass der Flieder sich nicht wie gewünscht in voller Blüten Blütenpracht zeigen wird. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Düngung an, beispielsweise wie man Kaffeesatz als Dünger verwendet. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.